So, und damit ein Heyho und herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt. Und zwar, wie ihr es schon seht, Final Fantasy X HD Remaster. Ich habe die 10.10.2 HD Remaster Version. Das heißt, ich könnte auch den zweiten Teil im Nachhinein noch mit hinten ranhängen, wenn denn Bedarf und Lust und Laune besteht. Ich habe vor einiger Zeit ja mal eine Umfrage gestartet, wo ich ja gefragt habe, welches Spiel ich als Let's Play bringen sollte. Da hatte Watch Dogs 2 und Final Fantasy X-10.2 circa den gleichen Gleichstand gehabt. Deswegen, und da ich ja gesagt habe, hier Final Fantasy stelle ich erstmal nach hinten, mache erstmal Watch Dogs 2, kommt jetzt natürlich Final Fantasy. So, wir starten mit einem neuen Spiel. Ich hoffe, es passt mit dem Sound, weil gerade das Menü ist ja doch ziemlich laut. So, Typ des Charakteraufbaus. Ich bin ganz ehrlich, klar kann man das Profi-Brett nehmen, wo dann ein bisschen, ich sag mal, flexibler ist. Allerdings bin ich Fan vom Standard-Spyro-Brett. Deswegen bleiben wir beim Standard-Brett. Ja, kann im Spiel nicht mehr umgewählt werden, das ist mir bewusst. So, die Remaster. Oder die Originale. Ich würde sagen, wir bleiben bei Remaster. Da das die HD Remaster ist, ne? Und jetzt bin ich leise. Listen to my story. This may be our last chance. Also egal wie oft man diese Anfangsszene sieht, ich schwör's euch, das ist jedes Mal wieder mega geil. Wie gesagt, ich kenn das Spiel ja schon.
Und selbst wenn ich jetzt irgendwas übersehen sollte, könnt ihr mich zwar darauf hinweisen in den Kommentaren, aber ich sag mal, es muss nicht keine Spoiler nötig, weil ich in der Hinsicht ja das Spiel schon mehrfach durch habe. Alter, guckt euch diesen Ausblick mal an. Also nichts für ungut. So. Hi. I've been a big fan of yours from the very beginning. I won't let you down. Thanks. Ich werde nichts vorlesen, großartig, weil es gibt ja Untertitel an sich, ne, und manchmal sind die doch ein bisschen arg schnell. So. Hey, how are you feeling? Great as ever. Thanks. Yeah, we're cheering for you. Gib dein Bestes. Sieh da. Are you gonna show us that shot tonight? I don't know. Maybe. You should do it for us. The game tonight. It's very important. Genau. Of course. Natürlich. So, normalerweise heißt er natürlich Tidus. Allerdings kann ich den natürlich auch umbenennen. Und ich würde sagen, ist, glaube ich, klar, dass ich Livers den nenne, ne? Bestätigen. Jo. Good luck tonight. Nothing to worry about. Oh, if I score a goal. Oh, warte mal. I'll do this. That will mean it was for you, okay? What seat? East block in the front row. Fifth from the right. Got it. Ich hab mal ein bisschen leiser gemacht den in-game Sound. Ich hoffe, dass das okay so ist. Wie gesagt, wenn irgendwas sein sollte, einfach in die Kommentare schreiben, dann werde ich dahingehend schon dingsen. Dahingehend schon regulieren. Ne? So. Noch die Jungs. Can you sign this? No problem. Please. Alrighty. Me too. Take it easy. So, wir sind halt Sportler, ne? Well, gotta go. Cheer for me. Two, three. Teach us how to blitz. Hey, I got a game to play. Then teach us after. Maybe tonight. Well, you can't tonight. I mean tomorrow. Promise? Promise. Ach ja. I was in a coffee shop running away from home when I heard the news. Our hero, checked, gone, vanished into thin air. My dad must have been his biggest fan. I knew how sad he'd be. Heck, we all were that day. Zanar, I says to myself, what are you thinking? I went running straight back home. We sat up talking about checked all night. My dad and I never talked so much. Whoa. Didn't mean to reminisce, folks. Anyway, 10 years later, the Jack Memorial Cup tournament is today.
The two teams that have won through to the finals are, of course, the Abes from A East and the Duggles from C South. I know there's a lot of people out there today to see the star of the Abes. In just 1 year, he's become the team's number one player. He's Jex Blood and the new hope of Blitzball. What kind of super play will he show us today? Will we see his father's legendary shot? I don't think I'm the only one excited here, folks. Ja, es geht halt hier auch drum, um Jack, der Vater von unserem Interpreten hier. Der ist ja verschwunden. Kleiner Hinweis für die, die es nicht wussten. Hier rennt so ein Mädel an Anfang rum. Das ist nicht das Mädel, aber sieht genauso aus wie das Mädel. Habe ich ja gerade angesprochen. Wenn man die mehrfach anspricht und sagt, hey, kein Problem, kriegst noch Karten für das Spiel, dann gibt sie ein, zwei Potions. Das ist immer sehr hilfreich. Ich hoffe, wie gesagt, dass das mit dem Sound passt. Ich nehme das jetzt im Voraus auf, das heißt, in dem Sinne, also nur die eine Folge jetzt im Voraus auf. Das heißt, in dem Sinne, wenn irgendwas sein sollte, einfach mal in die Kommentare schreiben. Make way, make way! Coming through, sorry. Hey, I'm gonna be late. Hey, let go of me. Eieiei. So. Da jetzt noch eine Szene kommt, mache ich mal mein Mikro aus. Ja, da wurde dann doch mal was das Spiel angegriffen.
Und jetzt bewegen wir uns richtig. In dem Sinne. Und da vorne werden wir schon erwartet. Genau, Oren. Genau, er hat uns hat auf uns gewartet. So. It begins. What? Don't cry. Dem kleinen Jungen da, den wir gerade gesprochen haben, den werden wir später auch noch begegnen. My old man? I hope you know how to use it. Ja, und jetzt kommt unser erster richtiger Kampf gegen diese kleinen gegen die kleinen Viecher hier, die sich Sins Schuppenreste nennen. Und wir kämpfen natürlich mit Oren zusammen. Don't bother going after all of them. Cut the ones that matter and run. Nur die, die im Weg sind. Autsch. Zack. Und da ist noch so eine Schuppe von Sin. Und noch viele Schuppenreste. Gravitas ist uncool. Get out of my town! Some can't wait to die. Genau. Ekstase. Was bedeutet Ekstase? Wenn die Ekstase-Leiste, die sich unter der HP- und MP-Anzeige befindet, voll aufgeladen ist, kann die individuelle Kampftechnik Ekstase
jederzeit eingesetzt werden. Zum Auslösen der Ekstase-Tech links im Kampfmenü drücken. Alles klar. Links Tradition Seisma auf alles. Und jetzt zack, 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 zack. Je nachdem, was das für eine Kampf-Ekstase ist, muss man andere Sachen machen. Schwertech Salto-Hieb. Scheiße, verkackt. Zack. Gravitas. Item, Potion auf mich. Und Owen haut nochmal rauf. Jetzt hau ich nochmal drauf. Potion. So. Dafür hat man die Potion, ja, um die zu verwenden. Und ich meine mal, das ist jetzt Sinnschuppe Isum. Bevor ich drauf gehe, ne? Sicherheitshalber. So, da haben wir die erste Sinnschuppe besiegt. Und das Schöne bei dieser Sache ist, hier hinten haben wir eine Speicherkugel. Level 1 Speicherspheroid für Reisende. Sie können die Reisen im Spheroiden wie diesen speichern. Dabei werden HP und MP ihrer Gruppe automatisch komplett aufgefrischt. Natürlich wollen wir speichern. Ich überspeichere jetzt mal Spielstand 1. So. Und würde dann sagen, ich beende hier auch schon mal den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Hier bei Final Fantasy 10 HD Remaster. Ich schreibe gerne in die Kommentare wegen der Lautstärke. Dann passe ich sie nochmal an. Ich kann sie leider dummerweise nicht über ein Menü oder so leiser stellen. Deswegen, ne? Aber muss ich dann halt beim OBS machen. Naja, wie gesagt, das war's. Tschüss, ciao, euer Levos Kisan.